Hallo, herzlich willkommen hier zu einer quasi Sondersendung vom Vitalstoff-Blog. Ich habe mich kurzerhand entschlossen, dieses Video aufzuzeichnen, weil gerade eben vor einer knappen Stunde eine sehr, sehr wichtige und interessante Studie veröffentlicht worden ist. Und wer sich mit dem Thema Covid-19, SARS-Corona-Epidemie beschäftigt, der ahnt, dass es um die Studie von Professor Hendrik Streeck und anderen gehen könnte. Also sprich die Studie, die von der Universität Bonn im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen im Kreis Heinsberg, genauer gesagt in der Ortschaft Gangelt, erstellt worden ist. Diese Studie ist ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal durch die Medien gegangen. Das hat damit zu tun, dass Herr Streeck als Virologe an der Uni Bonn schon sehr früh im März gesagt hat, es könnte sein, dass wir hier nicht mehr erleben als eine übliche Grippesaison. Und er ist dafür heftig angegriffen worden. Er ist dann anschließend auch nach der Präsentation der Zwischenergebnisse seiner Studie, die er dann in Gangelt durchgeführt hat, ebenfalls heftig kritisiert worden, unter anderem für die Verbindung oder für die Indienstnahme eines PR-Dienstleisters für die Kommunikation der Ergebnisse oder der Zwischenergebnisse. Und davon mag jeder halten, was er will. Ich glaube nur, dass es verständlich ist, dass man versucht, diese wichtigen Ergebnisse so gut wie möglich unter die Leute zu bringen. Diese Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen ist beendet worden. Da passiert seit Anfang April nichts mehr auf diesen Kanälen, eben durch diesen öffentlichen Druck. Aber wie gesagt, es war Verständnis für mich, dass die Initiatoren in Heinsberg zu einer Uni Bonn das zunächst gemacht haben, weil natürlich das Grundklima, das Grundkommunikationsklima, alles, was Corona und Covid-19 angeht, sehr, sehr, sehr einseitig und negativ und dramatisch und furchterregend ist. So, und dem hat sich Herr Professor Streeck versucht, mit wissenschaftlicher Objektivität zu widmen. Und er hat insofern eben auch seine Erwartung Ausdruck gegeben, dass möglicherweise die Ergebnisse dann diese Panik etwas relativieren oder sehr viel relativieren können. Das heißt, er hat persönlich zu erkennen gegeben, dass er aus wissenschaftlicher Sicht nicht überzeugt ist davon, dass das Virus so gefährlich sei. Warum mache ich jetzt dieses Video heute? Weil wir kurz davor stehen, dass der Bundestag eine weitere Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet, beziehungsweise dann auch der Bundesrat Mitte Mai und dass mit der Verabschiedung durch den Bundesrat dann das ganze Gesetzeskraft erlangen wird, zumindest bis zu einer sonst zu erwartenden verfassungsrechtlichen Überprüfungen. Denn dieses Infektionsschutzgesetz, das ist etwas, was auch mich persönlich sehr besorgt, denn es setzt tatsächlich sehr viele Präzedenzen. Das heißt, mit diesem Infektionsschutzgesetz wird es möglich, zukünftig bei der Feststellung einer erheblichen epidemischen Gefahr bestimmte Maßnahmen zu ergreifen und jeden, der nicht in der Lage ist, einen entsprechenden Impfschutz nachzuweisen von der Teilnahme an gesellschaftlichen Aktivitäten auszuschließen. Und das ist etwas, was ich wirklich krass finde, weil es auch allem widerspricht, was wir bisher als Gesellschaft und als, ja, als Land auf dem Boden des Grundgesetzes hochgehalten haben. Und das heißt natürlich auch, dass man nicht Menschen, die krank sind, also nicht mal Menschen, die krank sind, ausschließen kann von der Wahrnehmung ihrer Freiheitsrechte. In diesem Fall wäre das aber praktisch die Folge, weil damit Maßnahmen von Lockdown, von Quarantäne, von Isolation begründet werden könnten. Man tut es, so wird gesagt, um die große Gefahr abzuwenden, die jetzt hier mit Covid-19 erkennbar geworden ist, die auf eine moderne Gesellschaft tatsächlich heute, der sich eine moderne Gesellschaft heute ausgesetzt sehen könnte.
So, und noch einmal, das ist etwas, was tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich ist, auch weil wir als Menschheit, als Zivilisation gelernt haben, mit vielen, vielen, vielen schwierigen Situationen klarzukommen, ohne dass es dann die Verpflichtung zum Nachweis von Immunität gibt. So, diese Studie, die jetzt Herr Professor Streeck und seine Mitautoren heute vorgestellt haben, die hat es insofern in sich, weil sie als erste Studie dieser Art in Deutschland und als eine von einer Reihe von Studien im internationalen Kontext jetzt versucht herauszufinden, wie schwerwiegend ist es jetzt tatsächlich auf der Basis von objektiven wissenschaftlichen Daten nicht nur zum Nachweis eines Virus, sondern auch zum Nachweis von Antikörpern und damit eben auch zum Nachweis, dass der betreffende Mensch mit diesem Virus bereits in Kontakt gekommen ist. Herr Streeck hat diese Studie, ich habe sie hier, ich zeige sie mal, genannt, Infection Fatality Rate of SARS-CoV-2, Infection in a German Community with a Superspreading Event. Das ist Wissenschaftsenglisch. Und es heißt im Kern, die Infektionssterblichkeit von SARS-CoV-2 in Deutschland, in einer Gemeinde mit einem Ereignis, was man Superspreading nennt. Also eine super Schleuder für Viren im Prinzip. So, und das ist natürlich das Karnevalsevent, was dort in Gangelt im Februar stattgefunden hat. Und insofern ist da der Kreis Heinsberg und die Stadt oder der Ort Gangelt tatsächlich eine wirklich interessante Community, weil man dort praktisch die denkbar ungünstigsten Bedingungen dann vorgefunden hat. Nicht nur, dass ein hochansteckender Erreger dort gewesen ist, sondern dass auch noch die Bedingungen, sozialen Bedingungen, ein Fest, eine Feierlichkeit so gewesen ist, dass dieser Erreger sich unter quasi optimalen Bedingungen aus Sicht des Erregers dann rasend schnell verbreiten konnte. Und die Frage war, wie gefährlich ist dieses Virus? Wir sehen bei den offiziellen Zahlen, die das Robert-Koch-Institut und auch andere im internationalen Vergleich, andere Institute kommunizieren, wird immer auf die Fallsterblichkeit abgehoben. Das heißt, wir haben in Deutschland inzwischen 160.000 Fälle gehabt, etwa, jetzt gerundet, aber 160.000 Fälle, und wir haben etwa 6.600 Todesfälle, was Deutschland angeht. Und daraus ergibt sich eine Fallsterblichkeit, das heißt die gemeldete Zahl der Fälle, die bekannte Zahl der gemeldeten Fälle, verteilt auf die Todesfälle aus diesen Infektionen, aus den Infektionsfällen, ergibt dann eine Fallsterblichkeit, und die liegt in Deutschland bei etwa 4%. Die ist damit im internationalen Vergleich sehr niedrig. Auch das sind immer wieder Fragen, die gestellt werden. Warum ist das in Deutschland so niedrig? Da können wir vielleicht nachher nochmal dazu kommen. Aber sie ist eben mit 4% immer noch recht hoch im Vergleich zu anderen Ereignissen. Und das wiederum ist dann die Begründung, weshalb der Bundestag glaubt, dieses Gesetz jetzt verabschieden zu müssen, diese weitere Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes. Und insofern ist die Frage, die Herr Professor Streeck untersucht hat, extrem, extrem relevant. Ist das der richtige Maßstab? Kann es nicht sein, dass uns bei dieser Betrachtung, offiziellen Betrachtung der Fallsterblichkeit, wichtige Informationen durch die Lappen gehen und wir die Gefahr überschätzen? Und das ist insofern relevant, weil damit natürlich auch die Eingriffe in die Beschneidung, die Eingriffe in die Freiheit von uns Bürgern, die jetzt hier in dem Gesetz vorgesehen werden. Es werden ein paar andere Dinge vorgesehen, wie unter anderem die Beschleunigung der Zulassung von Impfverfahren, also Medizinprodukte. Zulassungsverfahren werden ebenfalls beschleunigt. Das heißt, es wird in kürzerer Zeit möglich sein, etwas zuzulassen. Und damit ist auch klar, dass das Risiko für Fehler in diesem Zulassungsprozess ebenfalls steigt. So, und das ist der Punkt. Wir haben tatsächlich in Deutschland immer noch relativ wenig Fälle im Vergleich zum internationalen Kontext. Und dazu gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Ich habe gestern ein Interview mit Professor
Michael Levitt geführt, ein Nobelpreisträger, und der ebenfalls seit jetzt 100 Tagen sehr intensiv diese Epidemie beobachtet und der ebenfalls sagt, es ist nicht so dramatisch, wie es gemacht wird. Es ist Panikmache hier im Spiel. Und diese Zahlen sind geringer. Für Deutschland ist eines der Gründe, weshalb hier die Zahlen so niedrig sind, dass wir eine im internationalen Kontext relativ hohe Anzahl von Testkapazitäten haben, insbesondere im Vergleich zu Amerika. Hat mit unserem Gesundheitswesen zu tun, hat was damit zu tun, wie bei uns gesundheitliche Leistungen abgerechnet werden, und für alles wird erstmal ein diagnostischer Test verlangt, und deswegen gibt es in Deutschland sehr viele Testlabors, die in der Lage sind, solche Testungen dann auch durchzuführen. Das war in Deutschland sehr einfach, das war in Amerika oder auch in anderen Ländern eben nicht so einfach, sodass dort die Zahl der Testungen niedriger ist. Wenn die Zahl der Testungen höher ist, ist natürlich auch das Verhältnis der positiven Fälle, die in einer normalen Verteilung eines Virus, denn das verteilt sich überall auf der Welt letztendlich gleich schnell, dass da dann diese Zahl der Fälle niedriger ist und damit dann auch die Zahl der Todesfälle, der schweren Verläufe, sodass Deutschland aus diesem Grund eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, deswegen besser dazustehen, weil wir mehr Testkapazitäten haben. Wir haben auch mehr Intensivkapazitäten als die meisten Länder auf der Welt. Und auch das ist dann der Punkt, weshalb die Fälle, die bei uns auch einen schweren Verlauf nehmen, trotzdem seltener zu Tode kommen und damit eben auch nochmal eine andere Relativierung in diesen Vergleichszahlen liegt. Aber selbst wenn man das annimmt, sind immer noch 4% relativ viel, sodass tatsächlich die Politik auch sich aus gutem Grund dann Gedanken darüber macht, wie man das begrenzen kann, wie man diese Gefahrenabwehr vornimmt. So, und in diesem Kontext ist das, was Herr Streeck hier ermittelt, hochrelevant. Denn er sagt, wenn ein Virus unter Umständen so hoch ansteckend ist wie SARS-CoV-2, dann kann es sein, dass viele Fälle überhaupt unentdeckt bleiben. Und das ist in Gangel dann untersucht worden. Und Herr Professor Streeck hat deswegen gesagt, nicht die Fallsterblichkeit ist ein guter Maßstab, sondern die Infektionssterblichkeit. Das heißt, wenn man dann schaut, und das ist dort gemacht worden, wer hat denn dieses Virus oder wer hat es schon gehabt? Und dazu ist eine Blutuntersuchung ebenfalls gemacht worden, neben der normalen Rachenabstrich-Methode, die verwendet wird, um die Fälle, die akuten Fälle zu diagnostizieren. Diesen Test hat Herr Professor Drosten mit einigen Kollegen entwickelt. Das ist diese PCR-Methode. Und Herr Streeck hat zusätzlich dazu Blutuntersuchungen gemacht und Antikörper untersucht. Er hat nicht alle Antikörper untersucht. Er hat in diesem Fall vor allem Immunoglobulin G untersucht. Und es gibt noch ein anderes Immunoglobulin, also eine andere Antikörpergruppe, IgM. Die ist in Gange nicht untersucht worden. Die ist beispielsweise in Kalifornien mit untersucht worden. Und auch dort ist herausgekommen, wie auch in New York, dass die Zahl der Fälle viel höher ist als als angenommen. Nun ist in Kalifornien die Zahl der Fälle 20 bis 50 Mal höher. In New York ist sie ebenfalls weit mehr als 10 oder 20 Mal so hoch. Die Zahl der tatsächlichen Infektionen, also Menschen, die Antikörper entwickelt haben, weil sie mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, im Vergleich zu den Fällen, die offiziell gemeldet werden. Nochmal erinnert euch, ich hatte gerade gesagt, die Zahl der Testmöglichkeiten sind in Amerika relativ gering, im Vergleich zu Deutschland jedenfalls. Und das erklärt eben dann auch, weshalb die Sterblichkeit, die Fallsterblichkeit, die gemeldeten Fälle in anderen Ländern so deutlich höher sind, neben der Tatsache, dass auch die Gesundheitssysteme insgesamt überlastet sind. Das hat ja gestern der Professor Levitt gesagt, dass ein weiteres Argument darin liegt, dass in einer Krisensituation, wenn ein Krankenhaus beispielsweise schon in der Kapazitätsüberlastung ist, dass dann die Testungen auch nur noch in den wirklichen Extremfällen gemacht werden können, weil man kaum noch Zeit hat für, Anführungszeichen, normale, leichte Fälle. Und auch, dass das natürlich das Ergebnis extrem verzerrt im Hinblick auf eine scheinbare Schwere von Fällen. So, dann bleiben immer noch die hohen Tausenderzahlen von Opfern in Italien und in Spanien und in New York oder anderswo
Aber das wiederum hat Professor Levitt gestern auch nochmal relativiert. Es sind im Vergleich zu normalen sterblichen Zahlen immer noch normale Werte, auch was Italien angeht. Da gibt es immer wieder Berichte, dass in jeder Grippesaison das italienische Gesundheitssystem an Grenzen kommt und dass letztendlich pro Tag dann doch sehr viel mehr Menschen versterben, die ansonsten nicht berichtet werden. Jetzt unter Corona-Bedingungen wird jeder Todesfall berichtet und im Zweifelsfall auch werden Todesfälle dazugerechnet, die eigentlich keine Toten durch Corona sind, sondern nur mit Corona oder manchmal sogar nicht mal getestet, sondern nur angenommene Fälle, weil man sagt, ja, die sind dann wahrscheinlich, dann gehören die auch dazu. Und das ist beispielsweise in Amerika so der Fall gewesen, wo 4000 Fälle einfach mal dazugerechnet worden sind. Zurück zum Thema Bonn und Heinsberg und Professor Streeck. So, die Ergebnisse sind tatsächlich wirklich relevant, weil die Infektionssterblichkeit, also das gemessen hat Herr Streeck mit seinen Kollegen in einer Stichprobenuntersuchung im Ort Gangelt, letztendlich knapp 1000 Personen, 900 und ein paar zerquetschte Personen sind gemessen worden aus 450 ungefähr Haushalten, ist Blut abgenommen worden. Und das ist dann hochgerechnet worden. Es ist sehr konservativ hochgerechnet worden. Das heißt, dass man hat immer im Zweifelsfall die schlechtere Variante gewählt, die ungünstige Variante, sprich die gefährliche Variante für die Auslegung der Gefahr von Covid. Und trotz all dem kommt bei der Infektionssterblichkeit Anführungszeichen nur ein Wert von 0,4% heraus bei den Zahlen in Gangelt. So, warum ist das jetzt eine gute Nachricht? Es ist deswegen eine gute Nachricht, weil in Gangelt, wie gesagt, dieses Superspreading-Event, dieser Karnevals-Event schon unterlegt worden ist. Und das ist was in allgemeinen Bevölkerungen selten der Fall ist, in der Regel eben nicht, sondern da ist man im normalen gesellschaftlichen Kontakt. Man trifft jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Menschen. Ja, und wenn man jetzt Außendienstmitarbeiter ist, dann hat man vielleicht höhere Anzahl von Menschen, die man trifft. Aber ansonsten trifft man mehr oder weniger immer dieselben Menschen. Das heißt, dieselben Verkäufer, dasselbe Verkaufspersonal im Supermarkt, dieselben Arbeitskollegen, dieselben Familienangehörigen und, und. Das heißt, so hoch ist die Fluktuation der Kontakte in den allermeisten Fällen nicht. Es sei denn, man ist auf einem Superspreading-Event, beispielsweise eine Karnevalssitzung oder ein Fußballbesuch. Das heißt, Superspreading-Events sind Ereignisse, bei denen eine hohe Geräuschkulisse vorliegt, insbesondere neben einer hohen Dichte von Menschen. Also allein die Tatsache, dass Menschen an einem Ort versammelt sind, ist schon ein Risikofaktor. Aber wenn das dann auch noch unter Bedingungen von hoher Geräuschkulisse ist, wo laut gesprochen wird und beim lauten Sprechen dann tatsächlich auch mehr virales Material wiederum ausgeschieden wird durch die Atmung, durch das Rufen, dann ist klar, dass in solchen Bedingungen die Infektionswahrscheinlichkeit höher ist und damit auch die Verbreitung des Virus. Es wird gleichzeitig auch mehr virales Material an potenzielle Empfänger übergeben, als wenn man jetzt nur im Rahmen einer normalen Bürotätigkeit dem Kollegen gegenüber sitzt und ohnehin schon, wenn dann eine Infektion stattfindet, doch relativ wenig Material ist. Das ist dann entscheidend für die Schwere der daraus resultierenden Fälle. Aber Superspreading-Events sind halt, oder auch diese Bar in Ischgl, ja, da ist laute Musik, da muss man sich laut unterhalten, man ruft, man schreit, man hat gleich noch hygienische Bedingungen mit den Gläsern und so, alles das mag mit da reinzählen. Aber im Wesentlichen ist es die Übertragung über die Sprache, über das Rufen, über den Mund, wo die Viruspartikel dann ausgeschieden werden. Ja, also die Infektionssterblichkeit in Gangelt unter diesen Bedingungen ist 0,4% und damit deutlich niedriger als das, was die Fallsterblichkeit für Deutschland ausweist. Man hat das dann eben auch übertragen, hochgerechnet auf Deutschland und kommt dort letztendlich rückgerechnet von der Zahl der Fälle, der Todesfälle, die ist ja bekannt, auf eine Zahl der Infektionen in Deutschland, die bei etwa 1,8 Millionen Menschen liegt und auch damit sehr, sehr viel höher als die Zahl der bisher gemeldeten Fälle. Das sind statistische Berechnungen und die können tatsächlich auch eine gewisse Fehlerquote enthalten.
Aber es sind Berechnungen, die auf einer empirischen Datenbasis aufgebaut sind. Diese Datenbasis ist nachprüfbar und sie deckt sich letztendlich sehr genau mit sowohl den Ergebnissen anderer Studien im Ausland und sie deckt sich auch mit Ergebnissen von intelligenten Berechnungen, sage ich jetzt einmal, wie sie Professor Levitt für China schon vorgenommen hat und die Sterblichkeit relativ genau prognostiziert hat, wie aber eben auch dann für andere Bereiche. So, das heißt im Umkehrschluss noch einmal, erstens, dass die Schweden tatsächlich sehr wahrscheinlich die absolut richtige Variante gewählt haben, indem sie diese Superspreading-Möglichkeit ausgeschlossen haben durch den Verbot, durch das Verbot von Veranstaltungen über 50 Menschen. Und ansonsten aber ihr Leben mit normalen hygienischen Abstandsregeln dann gut haben weiterführen können. Sie haben eine Sterblichkeit, ja, es ist eine Atemwegserkrankung, die fordert, wie auch, ich sage es jetzt auch hier, die Influenza eben Opfer bei geschwächten Personen, aber nur eine begrenzte Anzahl. Was der Professor Strick auch gefunden hat, ist, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit von Menschen im selben Haushalt erstaunlich niedrig ist. Das heißt, man hätte erwartet, dass unter den Menschen, die auf die Karnevalssitzung gegangen sind, in Gangl beispielsweise, sich hinterher in den Haushalten, in denen sie zu Hause sind und wo sie regelmäßig mit Menschen in Kontakt kommen, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit der Infektion sich vollzieht. Das ist nicht der Fall gewesen. Natürlich haben sich Menschen angesteckt, aber deutlich weniger als angenommen. Und das bedeutet ebenfalls gute Nachrichten, weil es deutet darauf hin, dass es weitere Formen von Immunität gibt, die der Körper, die Menschen natürlich entwickeln. Erwähnt sind hier die T-Zellen, die IgM, das haben wir eben schon erwähnt, das ist eine andere Messlatte, die ist in Gangl gar nicht gemessen worden. Möglicherweise wäre dann Prävalenz noch höher, das ist aber eine Spekulation, aber es gibt damit offensichtlich weitere Möglichkeiten von Immunität, die verhindert, dass sich das Virus, was an sich hoch ansteckend ist, dann trotzdem so rasant ausbreitet, wie man das am Anfang vermutet hat. Und das ist letztendlich der Punkt. Der Bundestag muss meiner Meinung nach diese Ergebnisse zur Kenntnis nehmen, er muss innehalten und sollte und darf meiner Meinung nach nicht jetzt verschärfende Gesetze erlassen, die einzig und allein darauf aufbauen, dass wir eine theoretische, hoch ansteckende Gefährlichkeit haben, die sich hier in diesem Fall auch nicht zu bewahrheiten scheint, mit einem Vorbehalt ausgedrückt, und deswegen erst recht nicht solche weitreichenden theoretischen Abwehrmaßnahmen wie Einführung einer Immunitätsnachweises, sprich letztendlich faktisch einer Impfpflicht, denn das heißt ja auch, dass gerade dann, wenn bestimmte Immunitätsparameter, Antikörper nicht sicher eine dauerhafte Immunisierung gewährleisten, dann kann es sein, dass man amtlich festlegt, das ist nicht ausreichend und deswegen muss der Impfschutz erfolgen. Beim Thema Impfen, ich bin kein Impfgegner, meine Kinder sind geimpft, ich bin auch geimpft, möglicherweise nicht gegen alles, aber die ganz normalen Impfungen, die haben wir damals einfach mitgenommen. Ich habe aber hohen Respekt für die Gefahren, die sich aus Impfungen ergeben. Da gibt es immer wieder erschreckende Beispiele, und zwar nicht nur Einzelbeispiele, sondern auch Häufungen. Der Fall Schweden übrigens, das ist etwas, was meiner Meinung nach auch viel zu wenig berichtet wird. Schweden ist für mich jedenfalls ganz nachvollziehbar auch deswegen einen anderen Weg gegangen, weil Schweden bei der Schweinegrippe die Impfungen hat durchführen lassen in seiner Bevölkerung und einen sehr hohen Anteil an Schädigungen dann feststellen musste und diese Schädigungen letztendlich durch den schwedischen Staat dann auch entschädigt worden sind durch Geldzahlungen, also gesundheitliche Schäden, Todesfälle kann man leider ja sowieso nicht entschädigen, aber der schwedische Staat hat dafür auch nochmal viel Geld aufgenommen und auch deshalb sich mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt dagegen entschieden, diesen Weg zu gehen und stattdessen die natürliche Immunisierung zu bevorzugen bei Einhaltung von ganz vernünftigen und normalen Abstands- und Hygieneregeln. Und das ist der Punkt, dass wir diese Regeln in Deutschland nicht
eingehalten haben, war auch ein Kritikpunkt, den Herr Professor Streeck bei Markus Lanz schon geäußert hat, als er sagte, es sei doch besser, erstmal abzuwarten, ob die Maßnahmen nicht schon trügen, anstatt jetzt die nächste Maßnahme hinterher zu schieben, obwohl man noch nicht einmal weiß, was die davor eingeleiteten Maßnahmen, wie die Verbote von Großveranstaltungen etwa dann gebracht haben. Jetzt zeigt sich, das scheint tatsächlich der richtige Weg zu sein, Großveranstaltungen abzusagen, also keine Superspreading-Events, Hygienemaßnahmen einzuhalten und dann aber ansonsten das Virus den Menschen auszusetzen und den Menschen Gelegenheit zu geben, dem Körper Gelegenheit zu geben, dagegen seine Immunität zu entwickeln und damit dann wiederum die gesamte Gesellschaft zu schützen, weil sich, wenn die Immunität hinreichend weit verbreitet ist, dann das Virus, wenn es neu auftritt, auch nicht mehr wieder verbreiten kann. Das ist das, was ich hier jetzt mitgeben wollte. Bitte wendet euch an eure Abgeordneten in Bund- und Landtagen und auch in den Kommunalparlamenten und weist sie darauf hin, teilt gerne dieses Video auch. Ich stehe zu jedem einzelnen Wort, was ich hier gesagt habe. Ich bin kein Impfgegner, aber ich bin jemand, der hat einen gehörigen Respekt davor, was geschehen kann, wenn wir versuchen, körperfremde Materialien in unseren Immunitätskreislauf zu geben. Dann werden Reaktionen ausgelöst, die auch noch mit anderen Prozessen, die ablaufen, in Kreuzreaktionen ablaufen können und damit verheerende Folgen auslösen können. Und wenn sich dann zeigt, wie jetzt hier nochmal in Heinsberg in Gangelt bewiesen, dass die Fähigkeit zur Entwicklung von Immunität doch deutlich größer ist und dass es möglich ist, die Ausbreitung von Erregern, von Epidemien auch durch normale, vernünftige Maßnahmen zu unterbinden und damit zu kontrollieren, dann haben wir guten Grund, nicht die Keule der Beschneidung von Freiheitsrechten herauszuholen. Und Bundestagsabgeordnete und Landesabgeordnete, die sich dann auch in ihrer Parteimeinungsbildung dazu nicht artikulieren, die verfehlen meiner Meinung nach ihren verfassungsmäßigen Auftrag. Und der heißt, Schaden abzuwenden. Und das heißt eben auch im Zweifelsfall, hier die natürlichen Maßnahmen zunächst mindestens weiter zu studieren. Wir müssen jetzt nicht entscheiden. Es gibt keinen Grund, jetzt diese Maßnahmen übers Knie zu brechen, wo die Epidemie ihrem Ende zugeht, dass sie möglicherweise wiederkommt. Das mag sein, aber wir haben auch jetzt hier klare Indizien, wie wir vorgehen müssen. Wenn sie wieder auftritt, dann Isolation, dann auch Verbot von Großveranstaltungen, damit sich nicht eine unentdeckte Ansteckung über solche Superspreading-Events weiter verbreitet, aber dann kriegt man das in den Griff und das zeigt Schweden. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bitte bewertet gerne auch dieses Video in den Kommentaren, teilt es weiter, damit diese wichtige Information rauskommt. Wir müssen politisch jetzt nichts machen. Wir haben die Mittel in der Hand, um diese Dinge mit natürlicher Intelligenz zu kontrollieren und dazu sollten wir alle aufrufen. Vielen Dank.